unserer Seite, wir sind die Außerwelligen. Ich würde behaupten, eine der 4, 5 besten Big Bands Außerwelligen, die Jailhouse Big Band. Dass wir den Abschluss der diesjährigen Sabrina Jazz-Tage mitgestalten dürfen, zusammen mit dem Silent Exposure Orchester. Und einige von uns waren sogar Teilnehmer am Workshop. Wer noch? Sonst keiner. Hätte aber auch nichts geschadet, bestimmt, oder? Das ist im nächsten Jahr. Wir haben jetzt angefangen mit einem Titel Strike Up the Band von George Gershwin, und der wurde, was ich am Mittag googeln durfte, auch schon mal als Musical-Melodie eingesetzt. Und wir werden noch mehr Musical-Melodien spielen. Die nächste folgt Auf dem Fuße und stammt aus dem weltberühmten Musical Cabaret. Und Sie werden sicher noch die Aufnahmen und den originalen Film von zusammen mit Liza Minnelli kennen. Wir haben leider, oder Gott sei Dank, oder wie auch immer, wir haben nicht Liza Minnelli, wir haben Christina Meissner. Und immer sie ist. Viel Spaß mit dem Cabaret. Yeah.
Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt spielen wir einen Titel, den ich vor vielen Jahren mal für eine verflossene Liebe komponiert habe und der schon viele Varianten kennengelernt hat. Und ich habe ihn vor kurzem mal als Jazz Waltz bearbeitet. Das Lied heißt Forevermine. Hat eine ganz sentimentale und traurige Ende-Geschichte, die erspare ich Ihnen. Ich wünsche viel Spaß mit Forevermine. Sie hören an Flügelhorn den Tobias Steuer und später dann am Saxophon unseren Jürgen Mahler. Ganz vergessen von das reiche Abdelenk Roman Müller an der Posaune, aber ganz vergessen. Thank you.
Dankeschön, Frau Ebermann. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Dramatik des Lebens, die da drin steckt, nachvollziehen. Jürgen Mahn am Saxophon, Tobias Schreier am Flügelhorn, unsere Wünschungsgruppe und die Kirche. Und wieder Schreiter, Christina, zu uns gekommen und sagen uns, was wir als nächstes wünschen. Der nächste Titel wurde geschrieben von Thelonious Monk. 1944 ist er erschienen. Er ist einzuordnen im Modern Jazz, aber das brauche ich hier nicht zu erzählen. Hier sitzt ja jede Menge geschultes Fachpublikum, würde ich sagen. Und ja, die waren alle auf dem Workshop und hier sitzen Berufsmusiker und also, die kennen sich aus. Der Titel inhaltlich geht, wie die meisten Titel, um Herzschmerz und Liebeskummer. Und im Text steht, dass er tagsüber noch irgendwie so auszuhalten ist, aber gegen Mitternacht, da werden die Erinnerungen wach und dann wird es ganz schlimm. Viel Vergnügen. Round Midnight heißt der Titel. Thank you.
Lieder haben ja alle irgendwie mit Liebe und Gefühl und so weiter zu tun. Ja, das drückt so aus. So, jetzt machen wir Christina. Und das kann nochmal kommen. Wir haben einen Titel wegen Zeitproblemen, weil wir zu viel Programm haben, aus unserem Programm herausgestrichen. Das heißt, du bist schon wieder dran. Falls du noch da bist. Wir kommen zu einem Musical-Titel, das ist ein sehr modernes Musical, ich glaube von 2016 ist der Film, der Musical-Film La La Land, und wir spielen die Eröffnungsnummer Another Day of Sun, passend zu diesem Sommer noch ein Sonnentag. Deswegen ganz einfach April Groove.
Und Sie hören an der Gitarre unseren Michael Wedesdorfer und natürlich den ganzen Rest von der Jane House Band. Viel Vergnügen. Thank you.
Zum Muskel- oder Sehnenentzündung zugefügt oder hat sich zugefügt und ist bald auch wieder da. In der Welt dabei. Emil Gruf. So, weiter geht's mit einem Mann, den viele von der Welt oder einige von der Welt persönlich gekannt haben, den Sie als Jazz-Kenner und Liebhaber bestimmt alle noch in Erinnerung haben, und zwar der leider zu früh verstorbene Peter Herbertsheimer. Und der hat natürlich viele Bands geleitet und das Jugend-Jazz-Orchester von Deutschland mitgegründet, mitgeleitet und hat auch viel komponiert, zum Beispiel ein etwas ironisch, wahrscheinlich zu wem auch immer Bezug nehmenden Titel, der heißt The Fat Man Boogie. Viel Spaß damit, Sie werden hören am Solo werden Sie hören die Opern wieder nochmal an der Posaune und dann noch einmal ein Gitarren-Solo von Michael Bedersdorfer. Viel Vergnügen. Thank you.
und Singer-Songwriterin, die namens Ricky Lee Jones. Sie hat 1979 den Titel geschrieben und die instrumentiert sehr spartanisch mit Gitarre und kleiner Combo. Und wir haben hier ein sehr tolles Arrangement, was hinten raus richtig Gas gibt und die Big Band featured. Viel Spaß mit Chuck E's in Love.
Christina Holzmann. Genau, das haben wir von Richard Koppel. Und Zeit ist ja vorbei. Und wir kommen jetzt noch zum letzten Stück. Zumindest mal von unserer Seite wünschen Ihnen anschließend noch viel Spaß mit dem Silent Explosion Orchester. Da wird es gleich eine kleine Ruhepause gegeben und draußen gibt es natürlich Getränke und Essen. Und wir verabschieden uns mit Mercy, Mercy, Mercy. Ich übersetze es einfach jetzt mal falsch und sage Merci, Merci, Merci. Schön, dass Sie da waren. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Konzerte und üben fleißig weiter, gehen alle zum nächsten Workshop und spielen jetzt Mercy, Mercy, Mercy. Viel Spaß mit unserem Arrangement, was die Buddy Rich Big Band gespielt und für die geschrieben worden ist. Und wenn Sie das kennen, Buddy Rich, das war ein sehr, sehr energetisch herausragender Schlagzeuger. Und den haben wir natürlich auch unser Leben Wolf. Na, viel Spaß mit Chucky Zilaf. Mercy, mercy, mercy. Thank you.
und Christina Weißner. Das hat sich doch. Christina Weißner. Danke für die Zuhörer. Latin-Lied, und zwar das Lied vom schwarzen Orpheus, vielleicht noch als Zuhörer. Und da. Thank you.
Danke für den Abend. Tschüss, Lieben, ich bin auch aus. Tobias Scheuer, vielen Dank. Vielen Dank. Und viel Spaß haben wir bei der Präsentation. Wir haben uns bald wieder. Wir wollen zu den führenden Künstlern und Künstlern, die sich an der Präsentation hören. Bis später, danke.